Die Mods sind da und damit ganz herzlich willkommen bei Mr. Bauer Gaming mit einem weiteren Video zu den Mods, die gestern im Giants Mod Hub freigegeben worden sind. Gestern hatten wir es zu tun mit 11 Updates, einer neuen Karte und 20 neuen Mods. Bevor wir jedoch starten, möchte ich mich ganz herzlich bedanken bei Heiko, Rolf, Martin, Finn und Kevin für die Abos. Ganz, ganz herzlichen Dank dafür. Auch möchte ich mich ganz herzlich bei Toni bedanken für die Mitgliedschaft. Ganz, ganz herzlichen Dank dir. Das heutige Video wird präsentiert von Henning Kopatzky. Ganz, ganz herzlichen Dank, dass du ein Hofkönig bist. Wir starten mit dem ersten Update und zwar kommt dieses für die Karte Mazov Shani von Puma 145, Downloadgröße 207,43 MB in der Version jetzt von 1.2.0 und ist für alle Plattformen. Der Changelog sagt, viele visuelle Änderungen hinzugefügt, Kalktextur korrigiert. Die zweite Karte, die ein Update bekommt, ist Portugal Süden von FSPT, Downloadgröße 192,96 MB in der Version jetzt von 1.1.0 und ist für alle Plattformen. Der Changelog sagt, Fehler behoben, Tiere zur Karte hinzugefügt, einige Verkäufen wurden hinzugefügt, alle Fabriken hinzugefügt, Dekoration, neuer Spielstand wird benötigt. Die Westridge Hills von Vanquish 081 kriegt das nächste Update und zwar mit der Downloadgröße von 136,89 MB jetzt in der Version von 1.0.0.1 und ist für alle Plattformen. Der Changelog sagt, alten Shader entfernt, alte Dateien entfernt, Auslösesymbole im Bauernhaus hinzugefügt. Und die letzte Karte, die ein Update bekommen hat, ist die Wilhelmina 22 von Poorboy und Catalyzer Industries, Downloadgröße 60,26 MB in der Version jetzt von 1.0.0.1 und ist für alle Plattformen. Der Changelog sagt, Fixed Sale Point jetzt auf dem Boden, ersetzte Problembäume, gesenkte Grundstückpreise um die Hälfte, Sammelobjekte korrigiert und ein 500.000 hinzugefügt, entfernte Bäume entlang der Straße, um sie zu öffnen, neuer PDA. Das nächste Update kommt für den Fiat Agri 18090, kommt von Pepe 978, Downloadgröße 30,05 MB in der Version jetzt von 1.0.0.2 und ist für alle Plattformen. Der Changelog sagt, Geschwindigkeitsverhältnis angepasst, kleinere Korrekturen, italienisches Nummernschild hinzugefügt. Der Goreng Granada 280 von Wolfex Modding, Downloadgröße 3,34 MB, kriegt das nächste Update, jetzt zur Version 1.0.0.1 und ist für alle Plattformen. Der Changelog sagt, Konsolenveröffentlichung. Der Keller von Piesel kriegt das nächste Update, Downloadgröße 12,43 MB in der Version jetzt von 1.0.0.1 und ist für alle Plattformen. Der Changelog sagt, visuelle Verbesserungen, Performanceverbesserung, Schnee hinzugefügt. Der Rau Onyx von Paolo 5090R kriegt das nächste Update, Downloadgröße 6,7 MB in der Version jetzt von 1.1.0 und ist für alle Plattformen. Der Changelog sagt, Einstellung der Arbeitsgeschwindigkeit, Einstellung der Textur der Scheibenecke. Wir kommen zum nächsten Update und zwar ist es für den Roadrunner Plus von Mantrit, Downloadgröße 20,31 MB in der Version von 1.0.1.0 und ist für alle Plattformen. Der Changelog sagt, Kabinenbeleuchtung behoben, Fahrlicht wirft nun Schatten, wenn Schattenlicht verwendet wird, Overzooming der Kamera bei hoher Geschwindigkeit behoben, Anpassung des Getriebes für bessere Leistung, Platte für das fünfte Rad trägt sich beim Anbringen, angepasste Fahrzeuggeräusche. Das nächste Update kommt für den 30 Fuß Flachbettanhänger mit Selbstladefunktion von MacTrucker 921, Downloadgröße 18,98 MB in der Version jetzt von 1.0.0.1 und ist für PC und Mac. Der Changelog sagt, es wurde ein Problem behoben, bei dem Tankkollisionen und Trigger bei anderen Konfigurationen vorhanden waren. Es wurde ein Problem behoben, bei dem die Trigger für das automatische Laden von Paletten und Ballen auch dann vorhanden waren, wenn sie nicht mit Autoload konfiguriert waren. Der Holzfäller ist die nächste Mod, die ein Update bekommt. Und zwar kommt diese von Loki 79, Downloadgröße 20 KB in der Version jetzt von 1.3.0 und ist für PC und Mac. Der Changelog sagt, Verwendung der neuen Multiplayer-Funktion Erlaubnis zum Bäume fällen in der Version 1.6. Und damit kommen wir zu der neuen Karte. Und zwar heißt diese Bonehearth von Brumi Farmer, Downloadgröße 268,74 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Der Text sagt, willkommen in Bonehearth. Dies ist eine fiktive Karte, die in Großbritannien spielt. Die Karte enthält insgesamt 46 Acker- und Grasfelder in unterschiedlichsten Formen und Größen. Für alle 46 Felder sind Verträge verfügbar. Im südlichen Bereich der Map findet ihr die BGA und ein käufliches Gewerbegebiet, das alle Ingame-Produktionen und Platz dafür hat, zusätzlich platzierbar, wenn es der Spieler wünscht. Alle Ingame-Tiere sind auf der Karte.
Haupthof verfügt über zwei Kuhzuchtställe und eine Hauptkuhweide mit Fütterungsroboter. Es gibt auch einen platzierbaren Bereich auf der Hauptfarm. Einige Gelände können etwas herausfordernd sein, also wähle deine Flotte mit Bedacht aus. Es gibt ein paar benutzerdefinierte Gegenstände auf der Karte. Sehen Sie, ob Sie sie entdecken können. Sammelobjekte sind auf der Karte verfügbar. Dies ist meine erste Karte, die ich erstellt habe und hoffe, Sie haben Spaß daran, sie zu spielen. Wenn wir die Karte als neuer Farmer betreten, kommen wir hier an unserem Farmhaus heraus. Das ist das Farmhaus aus der Haute-Belleron-Karte. Und das ist die Situation gleich mal hier vorne weg. Also wir haben natürlich hier die Garage und die ist in diesem Falle hier leer. Der Umzieh-Trigger ist in der Garage drin. Hier draußen haben wir den Schlaftrigger. Hier haben wir zum einen einen Hofausgang. Und zwar hier soll man natürlich das Privatgrundstück. Des Weiteren haben wir auch noch auf dem Grundstück einen Fluss, der sehr steil ist. Also hier kann man schwer Wasser abzapfen. Des Weiteren haben wir hier natürlich noch einen weiteren Ausgang. Und der führt dann zum eigentlichen Hof. Und hier finden wir einen natürlich Dieseltank. Wir haben hier eine Schüttguthalle mit verschiedenen Sachen an Equipment. Hier haben wir unsere Sammelobjekte. Hier gibt es 1000 Euro für. Dann gibt es hier die angesprochene Kuhweide mit Fütterungsroboter. Und zwar nimmt diese Kuhweide auf, also Stall, 320 Kühe. Hier haben wir den Misthaufen. Hier, wie gesagt, die Fütterungsanlage. Hier drüben haben wir die Hühner. Hier passen 360 Hühner rein. Des Weiteren haben wir hier weitere Unterstandshallen. Und hier haben wir einen Trion 720 drin. Dann haben wir hier ein Keilsilo und nochmal ein Keilsilo. Hier haben wir dann einen Unterstand, wo wir noch etwas mehr an Equipment drin stehen haben. Des Weiteren haben wir noch diesen Unterstand. Hier haben wir die Werkstatt. Zusätzlich haben wir hier ein Kaufsilo für Saatgut und Mineralfutter. Wahrscheinlich würde ich hier Mineralfutter wählen. Dann haben wir hier ein Kaufsilo für Mineraldünger. Des Weiteren haben wir unser Hofsilo da, was leer ist, natürlich. Dann haben wir hier diese beiden Kuhwiesen. Hier passen 45 Kühe rein. Und dasselbe haben wir hier drüben. Da passen auch 45 Kühe rein, wie wir gleich selber bestätigen können. Genau. Des Weiteren haben wir hier einen großen Gülletank. Hier haben wir unser Start Equipment, also was die Traktoren angeht. Hier haben wir unser Heulager. Und wie gesagt, hier haben wir nochmal, schon mal gesehen, natürlich unseren großen Kuhstall. Wenn wir uns mal die PDA angucken, können wir sehen, dass der ganze Hofbereich hier, der ist ziemlich groß, natürlich in unserem Besitz ist, plus noch das Feld 45, welches eine Größe von 6,5 Hektar aufweist. Des Weiteren können wir eine kleine Legende erkennen hier an der Seite, und zwar bedeutet hier F Forest, und das ist diese Gegend hier oben. Dann haben wir die Placeables Area. Und das ist diese hier zum Hof gehört. Die schauen wir uns gleich an. Und dann gibt es noch W, der Wasserpunkt. Der ist hier zu finden. Hier kann man Wasser holen gehen. Wenn wir uns die Felder angucken, da können wir sehen, dass die Felder alle so in dem mittelgroßen Bereich sich befinden. Wir haben hier eine Parzelle oder eine Landfläche von 4,5 Hektar. Hier haben wir quasi 9 Hektar, 9 Hektar. Also so zwischen, sagen wir mal, groß gesehen zwischen 4 und 9 Hektar groß sind die Felder. Der Aussaatkalender ist der Standardkalender, also hier wurde nichts daran geändert. Verträge sind natürlich auch vorhanden. Zum Start besitzen wir keine Produktionsstätte
aber wir besitzen einiges an Tiergehegen. Als neuer Farmer haben wir einiges an Equipment rumstehen, und zwar haben wir hier zum einen den 6230R von John Deere, und zwar in doppelter Ausführung. Dann haben wir noch den 714er Vario von Fendt. Zusätzlich haben wir noch den Class Trion 27, den haben wir gesehen. Dann gibt es den Teleskoplader, den Agri Pro. Dann haben wir den Halfpipe von Krampe. Wir haben ein Schneidewerk mit der Arbeitsweite von 10,8 Meter. Wir haben einen Grubber, eine Sämaschine, eine Direktsämaschine. Wir haben eine Walze, Düngestreuer. Mehr Technik haben wir beides, ein Front- und ein Schmetterlingsschneidewerk. Dann haben wir einen Wender, einen Schwader, einen Ladewagen und etwas an Teleskoplader-Equipment oder Anbaugeräten. Des Weiteren haben wir noch den Transportanhänger für Schneidewerke, und wir haben diese drei Gewichte. Wir schauen uns mal an, welche Produktionen verbaut worden sind. Und zwar haben wir hier oben erstmal die Spinnerei, dann haben wir hier das Sägewerk, noch einmal die Johnny's Joinery. Des Weiteren haben wir hier ganz unten haben wir eine ganze Menge an verschiedenen Produktionsstätten. Zum einen die Ölmühle, die Traubenverarbeitungsanlage, die Dairy, die Zuckerfabrik, die Schneiderei, die Getreidemühle und die Müslifabrik. Hier in diesem Bereich befindet sich die BGA. Des Weiteren haben wir Ladestationen, die verfügbar sind. Haben wir hier die Kalkstation, einmal hier ganz oben. Des Weiteren haben wir hier eine Tankstelle. Hier haben wir den Misthaufen. Hier haben wir eine weitere Kalkstation. Des Weiteren haben wir hier unsere Silos und natürlich Misthaufen wie der Treibstofftank auf unserem Hof. Zusätzlich haben wir die Abladestation oder Verkaufsstellen. Haben wir also natürlich einmal unser Farmsilo. Dann haben wir unser Heulager. Des Weiteren haben wir ein Restaurant, die Factory. Dann haben wir hier den Getreidespeicher. Hier oben haben wir verschiedene Sachen. Da haben wir das Biomasse-Heizkraftwerk, den Gesteinbrecher, den Großhandelsmarkt. Dann haben wir den Campingplatz und das Einkaufszentrum. Hier ganz außen haben wir noch den Viehhandel. Und das war es dann, glaube ich, auch schon bezüglich den Verkaufsstellen und den Abladestationen. Tiere, die verbaut worden sind, da haben wir hier einmal einen Schweinestall groß, hier noch einmal einen Schweinestall groß. Des Weiteren haben wir hier eine Pferdewiese, hier unten haben wir die Schafe. Des Weiteren haben wir ja schon gesehen, die ganzen Kuhställe, die wir auf unserer eigenen Farm schon bereits installiert haben. Des Weiteren haben wir hier das Farmhaus, das haben wir ja schon gesehen, den Workshop, und dann haben wir noch der Fahrzeughändler. Hier oben ist das Gartencenter. Des Weiteren haben wir hier die Fahrzeughändler. Natürlich gehen wir auf den obligatorischen Rundflug. Hier haben wir das Sägewerk. Wir können sehen, es ist etwas an Forst verbaut. Hier ist der Wasserholpunkt, der ist hier unten. Des Weiteren haben wir hier auch einen kleinen Steg. Hier haben wir, das haben wir schon gesehen, hier sind die Felder, die sind in unterschiedlichen Formen ziemlich organisch geformt. Es gibt Felder, die sind ziemlich schwierig für die Standorthelfer, also hier mit diesen Inseln und den Bäumen mittendrin. Dann haben wir hier unten den ganzen urbanen Bereich, also die ganzen Produktionsstätten. Hier haben wir die BGA, die habe ich kurz angesprochen. Hier haben wir dann die verschiedenen Tiergehege und da sind die Feldformen. Ja, die Karte beinhaltet zum Teil sehr, sehr lange Fahrtwege. Also wenn wir jetzt hier an unserer Farm sind und jetzt im Prinzip hier auf die andere Seite rüber möchten, müssen wir entweder ganz nach unten fahren, wo dann hier eine Brücke zu finden ist, oder man baut sich selbst eine Brücke hier noch mit ein. Ich hoffe, dir hat die Karte gefallen. Falls ja, dann ja, viel Glück und viel Spaß damit. Ich würde mal sagen, wir haben es gesehen und machen weiter mit den neuen Mods. Und damit kommen wir zu der ersten neuen Mod. Und zwar heißt dieser Lizard 8x50, kommt von Thailand Magayesh, Agro Mods, Downloadgröße 1,03 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt dieses Maisgebiss, natürlich für Mais und Sonnenblumen, mit einem Gewicht von 1,5 Tonnen, hat eine Arbeitsbreite von 4 Meter, Arbeitsgeschwindigkeit 8 km/h und kostet 10.000 Euro. Wir kommen zum 20 Fuß Schwanenhals Aufliegerpack von 82 Studio. Downloadgröße 16,86 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen.
Und zwar kommt dieses Pack mit zwei verschiedenen Auflegern. Und zwar zum einen diesen hier, der wiegt 5,8 Tonnen und kostet 8.000 Euro. Die Konfiguration können wir haben in Standard oder Produktionspaletten Autoload oder zurück. Dann gibt es bei den Reifenherstellern die Möglichkeit zu wählen zwischen Friedestein, Continental und Nokian Tires. Die Reifenvarianten kann ich mal durchspielen, einmal Breitreifen und Standard. Dann beim Design gibt es Holz oder Metall. Kotflügel gibt es Standard oder hinten, beide und Standard. Marke gibt es ja oder nein. Ich habe leider nicht herausfinden können, was es betrifft. Dann gibt es den Anbaukupplungstyp Schwanenhals oder Zugmaul und zurück. Dann gibt es die Spanngurte EU oder die US-Version. Die Hauptfarbe kann gewählt werden aus der typischen Farbpalette für 82 Studio. Die Felgenfarben natürlich auch. Und das war's dann auch schon hierzu. Dann gibt es noch die zweite Version, und zwar ist das der 20 Fuß Schwanenhals Kippaufleger. Kommt mit einem Volumen von 26 Kubikmeter, wiegt 5,8 Tonnen. Maximales Zuladegewicht ist 12,7 Tonnen und kostet 9.500 Euro. Die Konfiguration kann gewählt werden von Basis zu Laderaumerhöhung, was dann 30 Kubikmeter fest. Dann gibt es die Laderaumerhöhung und Rampen. Da ändert sich nichts an der Kapazität. Und dann gibt es noch die unrealistische Variante. Die hat dann ein Fassungsvolumen von 182 Kubikmetern. Es sei geachtet, das maximale Zuladegewicht bleibt bei 12,7 Tonnen. Die Reifenhersteller, die haben wir schon gesehen, zwischen Friedestein, Continental und Nokian. Die weiteren Konfigurationsmöglichkeiten sind identisch, bis auf die Spanngurte, da gibt es hoch, niedrig oder inaktiv. Die Farbpaletten haben wir natürlich schon gesehen, da hat sich nichts daran geändert. Und deswegen machen wir auch gleich weiter mit der nächsten neuen Mod. Die nächste neue Mod heißt Massey Ferguson 5700 S2020, kommt von KRKZ Modding, Downloadgröße 15,97 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt dieser Kompakttraktor erstmal mit einer Leistung von 100 PS, wird Dyna 6 geschaltet, hat eine Tankfüllmenge für Diesel von 180 Litern, 25 Litern der 40 km/h ist die Maximalgeschwindigkeit, wiegt 5,4 Tonnen und kostet 85.500 Euro. Die Konfiguration kann geändert werden von Standard zu 170 Frontgewicht, 280 Kilo Frontgewicht, 390 Kilo Frontgewicht, 500 Kilo Frontgewicht, 610 Kilo und dann kommt die Fronthydraulik. Dann bei den Reifenherstellern kann gewählt werden zwischen Michelin, Continental, Mittas, Friedestein, Nokian und Trelleborg. Dann bei der Dachvariante gibt es das Standarddach, dann gibt es das GPS-Infrastrukturdach, dann gibt es Dach mit GPS, das Panoramadach. Radversatz gibt es natürlich entweder nein oder dann ja, ja 2 und zurück. Frontladeranbau gibt es die Möglichkeit zwischen Quickie und keinem. Die Motorenausführung, dann gibt es den 57-10er mit 100 PS, dann gibt es den 57-11er mit 110 PS, den 12er mit 120 PS, den 13er mit 130 PS und zurück geht's. Dann gibt es die Möglichkeit, einen Datatronic-Bildschirm hinzuzufügen, das ist dann dieser Teil hier. Dann gibt es bei der Hauptfarbe die Möglichkeit, aus dieser Farbpalette zu wählen. Und bei der Designfarbe gibt es dieselbe Farbpalette, die zu wählen ist. Und natürlich die Felgenfarbe spricht für sich, betrifft natürlich die Felge. Als nächstes kommen wir zum 53 Fuß Dry Van. Dieser kommt von Permas Modding, Downloadgröße 3,03 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt dieser Auflieger mit einem Gewicht von 7,9 Tonnen und kostet knappe 34.000 Euro. Den Lademechanismus gibt es entweder ohne Hubtor oder einmal mit dem Hubtor. Die Außenfarbe kann gewählt werden aus dieser Farbpalette hier. Die Innenraumfarbe kann gewählt werden aus dieser Farbpalette hier. Ist natürlich hier nicht sichtbar, weil es ja natürlich im Innenraum sich befindet. Und die Felgenfarbe kann gewählt werden aus dieser Farbpalette hier. Mit der Taste X können wir den Hubmechanismus aktivieren. Was ich nicht herausgefunden habe, wie ich die Türen öffne, hier hinten. Es gibt zwar den Ton, dass es aufgeht. Ich kann jetzt hier diese Rampe senken, aber ich kann hinten dieses Tor nicht aufmachen.
Wir kommen zum Lizard-Steine-Sammler. Dieser kommt von Langreo Modding. Downloadgröße 1,79 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt dieser Steine-Sammler mit einem Ladevolumen von 2,3 Kubikmeter, wiegt 300 Kilo, hat ein maximales Zuladegewicht von 10,2 Tonnen, braucht 180 PS und hat eine Arbeitsbreite von 2,70 Meter. Die Arbeitsgeschwindigkeit liegt bei 15 km/h und der Preis bei 3.400 Euro. Ich bin überrascht, dass das Ladevolumen von 2,3 Kubikmeter gleichzustellen ist wie mit 10,2 Tonnen. Die Hauptfarbe kann gewählt werden aus der Standardpalette, die Designfarbe natürlich ebenso und betrifft natürlich die Hydraulikteile. Die nächste Neumod heißt Fendt 500 Vario S4, kommt von Moos Agrar, Downloadgröße 28,11 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt dieser Traktor mit einer standardmäßigen Leistung von 124 PS, wird stufenlos geschaltet, hat eine Tankfüllmenge für Diesel von 300 Liter, 31 Litern DEF, 50 km/h ist die Maximalgeschwindigkeit, 7,7 Tonnen wiegt dieser und kostet 160.000 Euro. Die Reifenhersteller können gewählt werden zwischen Michelin Continental, Mithas, BKT, Friedestein, Nokian und Trelleborg. Die Ausstattung gibt es natürlich in der Power-Ausstattung, der Power Plus, der Profi und der Profi Plus Ausstattung. Die Frontanbauteile können gewählt werden zwischen Federhalter oder Haubenschutz. Dann gibt es die Rundumleuchten, entweder keine, dann links, rechts oder beidseitig. Dann bei der Ausstattung 2 gibt es Standard oder Designline Grill, Designline Auspuff oder zurück zur Designline. Die Möglichkeit, den Vorderrad-Kotflügel zu entfernen. Dann den Frontladeranbau kann gewählt werden zwischen Quickie Hauer oder Fendt. Die Motorenausführung gibt es den 512er mit 124 PS, den 13er mit 133 PS, den 14er mit 150 PS und den 16er mit 163 PS. Die Hauptfarbe kann gewählt werden aus dieser Farbpalette hier, typisch Fendt. Die Designfarbe kann aus derselben Farbpalette gewählt werden und betrifft den Frontladeranbau, und zwar wenn die Version Hauer oder Quickie gewählt ist. Die Felgenfarbe spricht für sich, ist natürlich dieses hier. Die nächste neue Mod heißt Universalbehälter Lizard Logistics, kommt von Morrow, Downloadgröße 6,7 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Und ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, dieser Mod wurde mittlerweile wieder entfernt. Warum, kann ich leider nicht sagen. Auf jeden Fall kam dieser mit einem Tankvolumen von 40.000 Liter, wiegt 7,2 Tonnen und kostet 52.000 Euro. Dann gibt es hier die Seitenkästen, einmal links, rechts oder beidseitig. Kapazität gab es Standard oder die unrealistische Kapazität, welche das Volumen auf 160.000 Liter anwachsen lässt. Und zurück zu Standard. Die Hauptfarbe kann gewählt werden aus dieser Farbpalette hier, die Tankfarbe aus der Farbpalette hier und die Felgenfarbe kann aus dieser Farbpalette gewählt werden. Die nächste neue Mod heißt Megametal RG. Dieser kommt von Udruženie Nezavisni Modera. Downloadgröße 8,72 MB in der Version von 1.0 und ist für PC und Mac. Und zwar kommt dieser Dünger-Kalkstreuer mit einem Volumen von 300 Litern, wiegt 125 Kilo, hat eine Streuweite von 10 Metern, eine Arbeitsgeschwindigkeit von 14 km/h und kostet 1.000 Euro. Die Kapazität kann erhöht werden auf 400 und 500 Liter. Das Design kann gewählt werden, und zwar gibt es hier Standard, dann gibt es die Variation für den Wein- oder Olivenbau, das heißt, es wird hier seitlich so rausgebracht. Dann gibt es den Aufsatz für die Vierliniendüngung und dann geht es zurück zu Standard. Dann kommen wir zum Eigenbaupflug. Dieser kommt von Pepe 978, Downloadgröße 4,17 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt dieser Pflug mit einem Gewicht von 850 Kilo, braucht 115 PS, hat eine Arbeitsbreite von 1 Meter, Arbeitsgeschwindigkeit 15 km/h und kostet 8.500 Euro. Das Design kann gewählt werden zwischen zwei Pflugscharen oder drei. Die Arbeitsbreite wird dabei nicht verändert. Die Hauptfarbe kann gewählt werden aus dieser Farbpalette hier. Die nächste Neumod heißt Rau Spiram 3M. Dieser kommt von Paulon 5090R, Downloadgröße 3,72 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar handelt es sich hierbei um einen Grubber mit einem Gewicht von 350 Kilo, braucht 95 PS, hat eine Arbeitsbreite von, Achtung jetzt, 3 Metern, Arbeitsgeschwindigkeit 13 km/h und kostet 2.500 Euro. Wir kommen zum Fortschritt K454.
Dieser kommt von DTP Mario, Downloadgröße 15,72 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt diese Ballenpresse mit einem Volumen von 500 Litern, wiegt 1,6 Tonnen, braucht 50 PS, hat eine Arbeitsgeschwindigkeit von 10 km/h und macht Quaderballen bis zu 49 cm. Der Preis liegt bei 10.900 Euro und der Anbaukupplungstyp kann geändert werden von Anhänger zu Dreipunkt. Dann gibt es Anhängerkupplungen, entweder Standard und dann kann hier Anhängerkupplung hinzugebaut werden. Das heißt, also hier kann ein zusätzlicher Anhänger angebaut werden, der dann direkt die Ballen aufnimmt. Wenn das ein Autoload-Anhänger ist, umso besser, dann kann man alles in einem Schritt machen. Die Hauptfarbe kann gewählt werden aus der etwas erweiterten Standardpalette, die Designfarbe aus der Standardpalette und die Felgenfarbe natürlich aus Weiß, Hellgrün und Gelb. Und damit kommen wir schon zu der letzten neuen Mod, was Geräte und Maschinen angeht. Und zwar kommt hier der John Deere 50G. Dieser kommt von Pepe 978, Downloadgröße 16 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt dieser Kettenbagger mit einer Leistung von 36 PS, hat eine Tankfüllmenge für Diesel von 70 Litern, 25 Litern DEF, 10 km/h ist die Maximalgeschwindigkeit und wiegt 5,1 Tonne. Der Preis 65.000 Euro. Die Raupenfahrwerke können gewählt werden zwischen Kette A, B, C, D und zurück. Und das war's schon auch zu der Konfigurationsmöglichkeit hierzu. Zusätzlich kommt hier natürlich noch die Universalschaufel. Diese kommt mit einem Volumen von 2 Kubikmetern, wiegt 75 Kilo und kostet 1500 Euro. Die Hauptfarbe kann gewählt werden zwischen Gelb und Schwarz. Wir kommen zu der kleinen Leimbinderhalde und zwar kommt diese von Agrar Modding, Downloadgröße 7,05 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Ist natürlich zu finden im Baumenü unter Gebäude und Hallen. Ist diese Halle hier, Kostenpunkt zum Platzieren 65.000 Euro, Unterhalt pro Tag 130 Euro. Die Größe liegt bei 12 x 8 Metern. Eine kleine Halle mit zwei Touren. Das ist diese hier. Lichtfunktion gibt es hier nicht oder zumindest habe ich nicht entdeckt. Die Textur ist sehr gut. Wunderbar. Wir kommen zum Schuppen aus Beton. 32x21. Dieser kommt von Piesel. Downloadgröße 8,63 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Ist natürlich ebenfalls zu finden im Baumenü unter Gebäude und Hallen. Ist diese Halle hier. Kostenpunkt zum Platzieren 37.000 Euro, Unterhalt pro Tag 27 Euro. Ist natürlich eine ganz normale Halle, ziemlich groß. Hier auf dieser Seite gibt es keinen Lichtschalter, der liegt hier drüben an dieser Wand hier. Dann wird das Licht angemacht, wieder ausgemacht. Und das war es im Prinzip schon hierzu. Das mittelgroße Lagerhaus von Pascal Kautz ist die nächste neue Mod. Downloadgröße 11,73 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Ist natürlich ebenfalls zu finden im Baumenü unter Gebäude und Hallen. Ist diese Halle hier, Kostenpunkt zum Platzieren 290.000 Euro. Unterhalt pro Tag bei 190 Euro. Hier haben wir diese Halle hier, da ist definitiv eine Logistikhalle, hier wird wahrscheinlich abgeladen. Dann gibt es hier drin das Verwaltungsmenü und zwar werden hier natürlich alle Standardprodukte, was Paletten angeht, aufgenommen. Hier kann man, wie schon des Öfteren gesehen bei Pascal Kautz, hier mal dieses Tor aufmachen. Währenddessen können wir hier das Licht einschalten und dann können wir die Rampe entsprechend bearbeiten, sodass sie direkt in den Anhänger reinguckt und damit das Beladen einfacher vonstatten geht. Wir kommen zum alpinen Farmhaus. Dies kommt von Delort, Downloadgröße 12,44 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Ist im Baumenü zu finden natürlich unter Gebäude und Farmhäuser. Da gibt es diese vier Ausführungen hier. Kostenpunkt zum Platzieren 50.000 Euro, Unterhalt pro Tag liegt bei 50 Euro. Hier haben wir den Schlaftrigger und hier drüben haben wir den Umkleidungstrigger.
Wir kommen zum Silo-Baukasten oder Baukasten-Silo. Dieses kommt von Mohawk. Downloadgröße 4,3 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Ist im Baumenü zu finden unter Gebäude und Silos. Da haben wir drei Elemente, die zu diesem Pack gehören. Natürlich einmal den Boden, das ist dieser hier. Für die Einheit von 10 Meter Länge gibt das einen Preis von 14.000 Euro. Dann gibt es die Seitenwand, die kann natürlich in derselben Länge platziert werden. Auch 10 Meter, Kostenpunkt 1550 Euro. Wem das zu hoch ist, der kann ein paar Reifen natürlich rechts und links hinzubringen. Kostenpunkt zum Platzieren 500 Euro. Der Unterhalt pro Tag liegt zwischen 25 und 150 Euro. Ja, hier gibt es wirklich nicht viel zu sagen. Hier kann man, wie man möchte, sein eigenes Keilsilo, Durchfahrtsilo erbauen. Was uns zum verputzten Kuhstall führt. Dieser kommt von Graschus Philipp, Downloadgröße 18,95 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Ist natürlich zu finden im Baumenü unter Tiere und Kühe. Ist dieser Kuhstall hier. Kostenpunkt zum Platzieren 50.000 Euro. Unterhalt pro Tag 20 Euro. Hier ist der Milchabholpunkt. Hier haben wir den Kauftrigger für 16 Kühe. Des Weiteren haben wir hier das Futter, was einzufüllen ist. Hier oben können natürlich dann auch noch Ballen und andere Sachen gelagert werden. Hier gibt es einen direkten Zugang zu den Tieren unten. Hier kann man also direkt was runterwerfen, sei es Strohballen oder Heu. Des Weiteren haben wir hier unten natürlich diesen Stall. Es sei darauf zu achten, dass diese Türen sich sehr, sehr langsam öffnen. Man braucht außer Geduld. Dann haben wir hier einen Unterstellstand hier. Und dann geht das Tor auf. Wie gesagt, es braucht etwas Zeit, bis dieses aufgeht. Wir kommen zum Altbaupaket. Dieses kommt von Graschus Philipp, Downloadgröße 33,17 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar haben wir hier unter Gebäude und Hallen natürlich verschiedene Positionen. Und zwar zum einen hier dieser hier, Kostenpunkt 32.500 Euro. Dann haben wir dieser hier, das ist die kleinere, die kostet 27.000 Euro. Dann haben wir noch den ganz kleinen für 18.000 Euro. Unterhalt pro Tag liegt bei 20 Euro pro Tag. Auch hier gehen die Türen ziemlich langsam auf. Das dauert also eine ganze Weile. Dann haben wir hier also diese Garagen hier. Ein bisschen dekoratives Material hier. Dann haben wir das zweite Gebäude, das ist dieses hier. Auch hier geht es ziemlich lang, bis die Türen aufgehen. Ist natürlich auch vom selben Modder. Hier kann das Licht ein- und ausgeschaltet werden, das ist klar. Des Weiteren haben wir auch hier die Möglichkeit, auf dem Dachboden etwas zu lagern. Aber hier gibt es auf jeden Fall einen Lichtschalter, das ist schon mal etwas Fortschrittliches. Und damit kommen wir auch schon zu der letzten neuen Mod, und zwar heißt diese Maschinenhalle mit Schleppdach. Kommt von Dithmarscher Modding, Downloadgröße 0,32 MB in der Version von 1.0. Und ist für alle Plattformen. Ist natürlich zu finden im Baumenü unter Gebäuden und Hallen. Ist diese Halle hier. Kostenpunkt zum Platzieren 70.000 Euro. Unterhalt pro Tag 45 Euro. Hier gibt es diese Halle hier. Da gibt es drei Tore. Dann haben wir hier natürlich diese ganze Halle. Hier haben wir eine Durchfahrt. Und hier haben wir nochmal diesen Unterstand. Das war es dann auch schon wieder von den Mods von gestern. Ganz, ganz herzlichen Dank fürs Einschalten, fürs Dabeisein und natürlich fürs zum Zugucken bis zum Ende. Ich möchte mich nochmal ganz herzlich bedanken bei Henning. Danke, dass du ein Hofkönig bist. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Falls ja, dann lass doch gerne dein Däumchen da. Falls du keine weiteren Videos dieser Art verpassen möchtest, dann hol dir doch dein kostenfreies Abo ab. Überlege dir, ob du diesen Kanal nicht unterstützen möchtest, indem du dir deine Mitgliedschaft holst. In diesem Sinne würde ich mal sagen, es war eine kurze Nacht, viel Arbeit stand an. Deswegen sage ich, wir sehen uns später wieder mit den Mods von heute. Ganz, ganz herzlichen Dank nochmal. Danke, tschüss und hasta luego.